Hi, wir sind jetzt gerade mitten beim Cupping und der Kaffee, den wir jetzt gleich präsentieren, ist wiederum ein Honey aus Costa Rica von der Candelaria Estate. Aber Honey ist nicht gleich Honey, sondern auch da gibt es Feinheiten. Es gibt gelben Honey, roten Honey und schwarzen Honey. Der gelbe Honey trocknet am kürzesten und zwar in der direkten Sonne und ist relativ schnell nach 8 Tagen ungefähr getrocknet auf ca. 12% Restfeuchtigkeit. Bei dem roten Honey dauert es ein bisschen länger, ca. 12 Tage, und man sucht sich schattige Tage aus. Warum? Die Süße wird noch intensiver durch lange Trocknungsphasen. Und best of the best ist der schwarze Honey, Black Honey Coffee. Der wird extra schattiert und sehr langsam über 15 Tage getrocknet, wird würziger, intensiver und kräftiger vom Körper. Das sind die 3 Stufen, die wir haben in dem Honey Processing.